Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Adventure Map wieder in Minecraft. Heute mit Crack in the World und Markus. Hallo. Genau, die Map wurde gebaut von Baumks. Wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Und jetzt hören wir hier mal brechendes Glas als Resource Pack Test. Läuft alles und damit würde ich sagen, starten wir in die Map. Was geht's? Du bist weg und ich nicht. Ein Auto. Yay. Ich tippe mich hinterher. Ich bin jetzt auch in dem Auto. Ist eine Horror-Map? Nein. Fängt immer damit an. Story-Intro. Wir sind auf dem Weg, unsere Freundin auf der Universität zu besuchen, aber unser Auto ist kaputt gegangen. Beschissenes Auto. Nichts, es wird spät und wir sollten versuchen, irgendwo Hilfe zu finden. Da drüben sind wir gerade an einem kleinen Dorf vorbeigefahren. Lass da hingehen. Scheiße, Futters Auto, weil es nur 15 ist. Ja, ohne Mist, das ist so nur noch 15 Auto. Und das hat Futur wahrscheinlich auch Futur gefahren, nur der ist verreckt dabei. Ja, er ist 16. Er hat sich viermal überschlagen und ist gestorben. Wir haben es überlebt, weil wir uns angeschnallt haben. Er nicht. Ja. Er hat gemeint, er ist so bester Fahrer und so. Ja. Lass mich hier reingehen. Ja. Oh. Welcome to the Fortune Inn. Okay, wir müssen klingeln. Ich klingel. Very well, I see you to your room. Hä? Oh, no. Happen, sind wir gay? Wir sind gay. Ah, Golden Nugget. Wir sind gay, wir schlafen zusammen in einem Bett. Wir sind gay. Kannst du nachschlafen? Ich glaube, das ist für einen Spieler ausgelegt, oder? Nee, es hat funktioniert. Wir haben geschlafen. Das ist klar, aber... Alter. Also wir reden da unten. Ja. Dies ist warte, schon quite crazy. Ja, ich habe auch noch Golden Nuggets. Also gut, wir haben jetzt hier glaube ich scheinbar die erste Nacht übernachtet, so wie es aussieht. Und überlebt. Und hier wäre unser Bett gewesen, Alter. Echt so, Alter, was ist denn so eine Scheiße? Der hat uns bedroht. Ja, runter. Guten das Morgen. Er sagt guten okay. Morgen. Lol, das haben sie überrannt. Er hat gesagt guten Morgen. Morning. Ja, guten Morgen. Läuft bei dir. Hast du irgendwas? Ja. Ah, eine unsichtbare Wand. Ja, bist gesagt. Okay, lass mal. Wow, what? Just let it go. Wow. Stimmt. Kann ich weiter? Okay. Die haben irgendein Problem. Also die hatten ja scheinbar schon mal einen Unfall, weil sie noch Kinder waren. Und er denkt, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat. Der Professor. Und der andere hofft, dass Gott uns hilft. Das ist ja auch ein Zombie. Ja. Und ist so, tot. Was passiert jetzt? Hä? Er ist tot. Er ist tot. Gut. Und der andere? Er ist tot. Er wurde wegteleportiert. Das ist doch geil. Warum ist da eine... Komm, lass mal in den Rüstungsshop gehen. Yay. Wahrscheinlich werden jetzt alle zu Zombies und wir töten uns. Oh, taking inventory, Alter. Bin ich geil oder bin ich geil? Cool. Ja, toll. Oh, I can help you. Ja. Wow. Wow, Markus. Wow. Wow, bin ich geil? Krass, Alter. Krass. Lass mal trollen hier, lass mal trollen, so. Wir haben das Regal um die Hand. Voll die wir können die nicht mal mitnehmen. Okay, was will denn der hier? Der will... Ah, du kannst wirklich Sachen bei ihm kaufen. Cobblestone für 2 Gold Nuggets, eine Pickaxe für 15 Gold Nuggets und für 10 Gold Nuggets kriegst du einen goldenen Apfel. Ah. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier ins nächste Gebäude rein. Ins Rusty Pickaxe Pub. Der will unsere Bestellung haben. Ach, der hat was zu essen. Ja komm, ich kann mal Steak snacken, oder? Kann ich nicht einmal anklicken, Alter. Wollen wir Ja, weil immer nur einer anklicken kann. Hier, ich also. Steak für dich, Alter. Ach geil, ich brauch Essen, ey. Ja, ich auch. Jetzt haben wir leider keine Gold Nuggets mehr. Da, oh Mann. Was?
Ich glaube, da darfst du nicht hin, oder? Nein! Vielleicht doch! Aber gehen wir Nein! zum ersten Mal zu den Häusern gehen. Yes! Gold Nuggets! So machen das die Profis, Markus. So. Da kann man keinen Protektor aufgeben. Gleich haben wir Essen. Wir looten ihre Felder. Aber das zum Dorf springen. Kartoffel. Die Karotten sind am besten. Ein Wauwau. Das ist Bandit, heißt der Hund. Und sie sagt, ihre Blumen sind so wunderschön. Und ich habe Essen gefunden. Pumpkinkuchen und so. You know? Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich denke mal, wir müssen hier hin, wo der andere Typ hingelaufen ist, oder? Ja. Der hier war es doch, oder? I'm the mage of the town. Er ist der Bürgermeister. Viel Essen? Und er entschuldigt sich für das, was da unten gerade auf dem Marktplatz passiert ist. Sein Partner ist ein bisschen komisch und er ist zum unterirdischen Energiezentrum außerhalb der Stadt gelaufen. Und da ist irgendwas, da geht irgendwas schief dort. Und wir sollen dahin, weil er wird uns bestimmt nicht bemerken. Und wir könnten da hingehen und mal schauen, was er vorhat. Und wir sollen ihm Bescheid sagen, wenn wir irgendwas rausgefunden haben. Ich finde es echt cool gemacht mit den Stimmen und so den Texten und so. Der Hund am Heulen. War ich schon. Da hat 4 Gold Nuggets. Ja, okay, aber ja. Da ist eine Crafting Bench, Alter. God thanks for your... Oh, das ist ein Gold Nuggets. Yeah. Was ist? Ich hab Gold Nuggets wieder gefunden. In der Kirche, eh? Ja. Lass mal zu dem Geothermal Dings da vorlatschen. Jetzt haben wir schon 9 Gold Nuggets, Alter. Was sind das da hinten? Ich denke, da kommen wir später hin. Lass das du mal hier, oder? Mein... Was ist aber noch ein Keyboard? Nee, ich denke, wir müssen woanders hin. Außerhalb der Stadt ist da wahrscheinlich das da drüben, die Häuser da. Oder sind das überhaupt Häuser? Reaktor. Yeah. Fuck ist das, Alter. Ich glaube, das ist keine Stadt. So Ölvorlage oder so. Ja, das ist der Geothermal Energie Ding sie. Gazprom was. Ölraffinerie. Da hinten ist der verrückte Wissenschaftler und ein Zombie. Ein Hebel. Noch ein Hebel. Jetzt bumm. Egal. Ah, das ist umlegen. Ja, umlegen. Hoffentlich fliegst du in die Luft. Hoffen wir es. Und ich war wann. Bla 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 bla. Der Ausgang ist unter 5% gestiegen. Wir können so nicht weitermachen. Was können wir machen? Okay. Du bist böse. Sie wollen den... den Lavaspiegel erhöhen und der ist nicht sicher, ob's wirklich gut ist, aber der Professor meint, nee, es geht schon, da ist noch nie was passiert. Und jetzt sagt der andere, okay, dann lass das machen. Und jetzt kommen sie direkt auf uns zu. Cindy Blade. Okay. Haha, wir können vielleicht sie verfolgen. Ah, hier hinten, hier sind auch noch Geheimhebel. Komm schon, ganz sneaky. What the fuck? Lol. Ja, wahrscheinlich. Das hier ist die Karte. Die komplette Map. Wir sind da. Okay. Book. Key to the... Book. Ich hab den Schlüssel zur Mine gefunden. Orderly Report hast du auch noch. Bücher. Book. Ja, im vierten Quartal 2013 hatten sie 1 Million Dollar, 100 Millionen Dollar
ersten Quartal 14,70, im zweiten Quartal 40, im dritten Quartal 10. Und der Output wird immer niedriger und Quartal 4 von 2014 wird extrem schlecht, wenn sie so weitermachen. Und darum denke ich mal, haben die jetzt auch vor, diesen Lavaspiegel zu erhöhen. Was wir jetzt natürlich verhindern müssen mit unserem Schlüssel zur Mine. Komm, folge mir. Achso, da Doch. vorne. Lass mal noch reinschauen vielleicht, ob da irgendwo noch Chests und Nuggets und so, weißt du? Ah, hier die geheime Tür. Ah, ich habe das Zeug geöffnet. Hier. Oh, lol. Lol. Und weg mitten in der Landschaft. Also von den Karotten ernährt man sich schon mal ziemlich, von den Kartoffeln ernährt man sich ziemlich schlecht, weil sie nicht gebraten sind. Hast du immer Ging noch so es eine was? halbe Keule, Mann. Ah, ich hab dir aber zuerst gegeben, ne? Ja, ich hab genug. Aber ich will zuerst das blöde Essen wegmachen. Jetzt. Hier ist der Schlüssel zur Mine. Ja, vielleicht müssen wir mal zum Bürgermeister nochmal. Der hat ja Aber gesagt, wir wir sollen ihm müssen. erzählen, was wir Okay. rausgefunden haben. Okay. Warte doch. Nein, ich warte nicht, weil ich muss ja immer wieder was essen. Hey Bürgermeister. Hey Junge, ich rede mit dir. Ich habe den Schlüssel zur Mine, Mann. Hä? What the fuck? Ich hab grad 20 Goldnuggets bekommen. Ich auch. Hättet ihr eigentlich reden sollen? No plane. Ich würde sagen, wir müssen mal Waffen kaufen, oder? Also hier hat jetzt niemand geredet, ne? Na. Ich denke fast, wir müssen die Piggy No. holen. Oh, kann ich dir helfen? Ich denke, wir müssen die Pickaxe holen. Ich hol mal mir eine Pickaxe. Ja. Wow. Also wir haben jetzt den Schlüssel zu der Mine. Welches irgendwo? Die hier geschlossene Mine. Die hier. Ah, sie ist offen. The fuck? Atomlava. Warum ging die jetzt aus? Yo. This is called what the fuck? WTF. Ja, Ich glaube, wir darf ich müssen da einen gehen, ne? Jump'n'Run machen. What the Ja, fuck? Was ist das hier? aber. Zerstören wir was? Man kann es abbauen. Ja. Jo. Ja, und jetzt? Ah, da. Da unten ist auch so ein Ding. Ich denke, wir müssen die alle abbauen. Das hier Da geht's können wir. Ja, wir runter. können nur diese Generatoren abbauen. Die hier können wir wieder nicht abbauen. Ich denke, wir Ach du müssen. Scheiße. What the. Lava, rennt. Nicht Everywhere's geil. lava, man. Jump! Gut. Wow, ich wäre fast reingefallen. Weil ich gegen die Decke gehüpft bin. Klar, ein Ecksprung in Lava-Ding, Alter. Was ist da los, ey? Ah, ich hab was. Ich hab das sehr. Und ich denke, dann müssen wir noch auf der anderen Seite hochhüpfen. Da hinten die Obsidian-Dinger, ganz am Anfang. Wow, wow, wow. Lol. Hast du auch die Warum wurde ich mitbekommen? jetzt? Ja, wieso immer. Ich auch, aber ich check's auch nicht warum. Ich kann mal noch die Sounds ein bisschen lauter machen. Weil die Map hier ist wieder sehr leise. Vergleichsweise zu den letzten. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier wieder hoch. Hörst du das? Was ist das? Ahnung. Geronimo. Oh, ja.
Das ist so. Wir sind so lebensmüde, Alter. Welcher scheiß Reisende wär bitte so lebensmüde und würde wegen irgendeinem scheiß Dorf so eine Kacke in einem Vulkan abziehen? Ist klar. Hä? Das geht nicht. Hä? Jo. Das geht nicht. Ja, wenn wir dumm oder fail. Können wir irgendwie was abbauen? Hier geht's weiter. Ja, ist geil. Oh. Hier ist auch dieses Ding, das die ganze Zeit. Hier ist auch das Ding da. Da würde ich nicht reinlaufen. Warum? Keine Ahnung. Ich denke, dieser Dampf, das war Hitze. Ach du Scheiße. Ah, du hast Wizard-Effekt. Ach du Scheiße. Jawohl. Wow, da war noch einer. Überlebe. Mach du zuerst. Jo. Alle guten Dinge sind drei, ne? Oh. Der hat dich schon wieder erwischt. Nein! Jetzt haben wir drei von diesen Generatoren da zerstört. Yes. Wieder hoch. Wieder raus, hätte ich gesagt. Ach, ich bin ja diese Obsidian-Dinger. Ja, hier zum Rauskommen. So. Das ist ja der Ausgang hier. Sie haben jetzt drei von diesen Obsidian-Dingern. Von diesen Motoren zerstört. Da ist wieder dieser Professor, der steht jetzt in der Bar rum. Der Bar? Tu die Beweise weg! What the f... Achtung, Bitchfight! What the fuck ist der hart? Der mir einfach mit einem Leben... Alter, der lebt da, wieder! Drei Bombs? Hä? Da waren vier? Ich wette... Wenn wir da jetzt reingehen... Kabum! Kabum, ja. What? Der Lava. It's what? Stimmt, da schau mal unten. Lauf! Ach, wir müssen gleich nach oben. Ja, genau. Nein, nein, nein! Gestorben. Sehr gut. Nein! Alter! Achso, ich dachte schon, ich falle jetzt die ganze Zeit, weil ich gerade wieder in die Lava getroppt bin. Mach was! Ich lauf doch! Ach du Scheiße. Nein! Nein!
Scheiß Decke, ey. Lauf, Alter! Nein! Fuck. Oh Mann, ich hab mich doppelt, ich bin nicht gerannt. Nein! Okay. Ich auch nicht, aber ich hab's überlebt. Nein! Ich nicht. Oh, fuck. No, nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder die Stelle! Oh Mann, jetzt hab ich die Lava gleich. Nein! Ich feier die ganze Zeit an derselben Stelle, ich muss was essen. Scheiß Kartoffeln! Ja, jetzt hab ich's geschafft, oder? Ja, ich hab's endlich geschafft. Schon weiter wie du. Ja, die Lava will mich gleich snacken. Was ist jetzt los? Hey, mach schneller! Ich denke, die Lava fließt hier raus, wir müssen darüber. Ja, aber... Es gibt keinen Ausgang. Die fließt da jetzt runter. WTF. Was ist mit dir los? Ja, schau es dir an. What the? Oh mein Gott. Warum können wir nicht springen? Whoa. Oh, ich geh aus der Welt. What? Hä? Warum ist er... Hä? What the fuck? Lol, wir sind im Weltraum. Wir sind tot, wir sind Götter. Das ist einfach ein riesen Riss gehört durch die... What? Lol. Alter, ist geil nochmal. Thanks for playing. Ah, das steht bei mir gar nicht. Crack in the world by Bauks. Music. Violette's Resurrection by Kevin MacLeod. Credit by Box. Nothing lasts forever. The end. Ja Leute, das war die heutige Adventure Map Crack in the World. Sie ging vielleicht ein bisschen schneller. Naja, wir nicht, wir haben versucht sie zu retten, aber dieser Wissenschaftler, der hat verkackt, meiner Meinung nach, ne? Erst ist er gestorben und dann hat er auch noch die Welt gekillt. Hier, ich schicke dir einen Schlüssel zu der Mine, ja? Der Schlüssel zur Mine, die habe ich immer noch in der, im Himmel dabei. Mein letzter Wunsch ist, dich wieder auf die Erde zurückzuschicken. Und damit sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao.